Guten Morgen! Heute soll es um ein Thema gehen, wo die meisten sicher denken, kenne ich schon, kein Problem. Aber ich denke, der ein oder andere interessante Aspekt wird noch nicht jedem bekannt sein. Für die Menschen, die ein Problem mit der kognitiven Verarbeitung von kritischen Informationen im Gehirn haben und bei Schauen dieser Informationen, die ich euch geben werde, direkt an eine Verschwörung anstatt an ein simples Profitstreben der Industrie und der Unternehmen denken, die bitte ich im eigenen Interesse das Video an dieser Stelle zu beenden und ja, entsprechend sich selber dann nicht weiter zu schaden und sich stattdessen das Video, wie ich mich in einem Selbstversuch in der Mittagssonne verbrannt habe, zu genießen und das hier oben in den Infokarten, um auch für sich selber zu realisieren, wie man mit zweifelhaften Gedanken gut enden kann. Also wir sprechen heute über Glutamat, das Salz der Glutaminsäure. Das ist der Stoff, der uns die fünfte Geschmacksrichtung Umami beschert hat. Und dieses Glutamat ist eben nicht nur der uns bekannte Zusatzstoff Mononatriumglutamat E671 oder 621, den sicher die meisten von euch meiden, sondern Glutamat bzw. der Ausgangsstoff Glutaminsäure ist in vielen Dingen enthalten. Für uns Veganer erwähnenswert, besonders hoch sind die Werte in Meeresalgen, Shiitake-Pilzen, in Tomatenmark, in Weizen und anderen glutenhaltigen Lebensmitteln, aber auch in Mandeln, Tofu oder generell Nüssen. Dort ist jedoch dieses Glutamat in viel kleinere Konzentrationen in einem natürlichen Molekülsystem eingebettet. Nichtsdestotrotz wird das Glutamat dort auch freigesetzt im Verdauungstrakt. Daher sollten auch diese Lebensmittel nicht in Übermaß gegessen werden. Aber was ist denn eigentlich die Gefahr von Glutamat? Glutamat, das ist der wichtigste Neurotransmitter in unserem zentralen Nervensystem und eine Überdosis von diesem Neurotransmitter schädigt laut neurologischen Studien das zentrale Nervensystem und entsprechend werden zahlreiche Nervenleiden wie Parkinson, Alzheimer oder Epilepsie auf eine Störung des Glutamatstoffwechsels im Gehirn zurückgeführt. Und ja, kommen wir mal zu den Grenzen, die festgelegt wurden und wie sie festgelegt wurden. Die aktuelle Grenze liegt bei 10 Gramm Glutamat pro Kilo zugeführter Nahrung. Wie kam man auf diese Werte? Die generell immer im Kontext von der aktuellen Literatur als viel zu hoch angesehen werden. Das ist nicht etwa auf 1000 Versuchsreihen an Laboren und Forschungszentren und Universitäten dieser Erde entstanden, sondern wurde bei den Hohenheimer Konsensusgesprächen per Handzeichen der eingeladenen Experten verabschiedet. Finanzier der Gespräche war der Verband der europäischen Glutamathersteller. Es ist wahr. Die DGE ist dann trotz dieser offensichtlichen Zusammenhänge dann trotzdem dieser Abstimmung gefolgt und ja, ist auch bis heute so, dass sie diesen Empfehlungen aus den 50er Jahren treu geblieben sind. Eine Analyse von Hans-Ulrich Grimm, einem weltweit anerkannten Schriftsteller auf dem Gebiet der Ernährungsforschung, ist schon seit 1969 bekannt, dass Glutamat neurotoxisch wirkt und entsprechend die Hirnzellen abtöten kann. Aber es gab noch keine irgendwie Anpassung der Werte. Da findet man auch in vielen Büchern zum Thema den Hinweis, dass man auf 1 bis 3 Gramm pro Kilo justieren sollte. Aber da es eben keine abschließenden Forschungen dafür gibt, da Experimente am lebendigen Menschenhirn rechtlich sehr schwer umzusetzen sind, vor allem wenn es darum geht, schädigende Substanzen wie eben Glutamat zuzuführen, also im Übermaß, wird man sich hier auch nicht auf konkretes Fachwissen stützen können. Das ist nicht möglich. Aber ob man jetzt dem Handzeichen vom Verband der Glutamathersteller mehr vertraut als den kritischen Vermutungen vieler anerkannter Forscher, ohne dass sie eben dies wirklich beweisen können, das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber wenn man bedenkt, wie
wie herzhaft unser chinesischer Freund mit seinem Esslöffel, wenn er unsere Nudeln zubereitet, in die Glutamatdose reinlangt und auf einen Esslöffel ca. 50 bis 20 Gramm des Glutamats Platz finden, dann sollte man insbesondere was den Zusatzstoff Glutamat angeht und dessen Konsum wirklich besonders aufpassen. Auch fermentierter Weizen, Hefeextrakt oder Würze bezeichnen lediglich nichts anderes als Glutamat. Nur die Quellen sind oft anders. Und auch der Hinweis, dass solche Produkte wie die Hefeflocken nur Glutamat in gebundener, natürlicher Form beherbergt, ist Augenwischerei. Es bedeutet lediglich, dass das Salz der Glutaminsäure, also das Glutamat, nicht direkt ins Blut übergeht, wie bei dem Mononatriumglutamat und bei anderen Zusatzstoffen, sondern die Glutaminsäure erst vom Magen-Darm-Trakt verarbeitet werden muss, dann aber trotzdem Glutamat gebildet wird. Da in fast allen Lebensmitteln Glutaminsäure enthalten ist, kommt man recht schnell auf die 1 bis 3 Gramm. Es gibt aber einen Silberstreif am Horizont, zumindest für die High Carb Veganer. Kohlenhydrate, das wurde auch herausgefunden, mindern die vielen negativen Effekte von Glutamat und heben diese teilweise sogar auf. Aber letztlich kann keiner genau sagen, wo die kritische Masse quasi tatsächlich beginnt. Daher wie immer Menschenverstand walten lassen. Und das bedeutet, keine Würzmittel, die aufgrund eines hohen Anteils an Glutaminsäure oder Glutamat so gut schmecken. Eben auch Hefeflocken. Einfach, normal, natürlich, am besten unverarbeitet und mit Kräutern gewürzt essen. Normaler Menschenverstand eben. Super Überleitung zu Mission Vegan 5. Sie ist wieder ein Level höher gekommen. Level 16 wurde vorgestern von Eva Back in Paradise und ihren Kanal, den könnt ihr hier finden und auch in der Infobox, geschafft. Sie hat eine Ofenpaprika mit einer Curry Gemüsefüllung gemacht und ich kann sagen, dieses Rezept ist in meiner Top 5 der Mission Vegan 5 Rezepte gelandet. Schaut euch das Rezept auf jeden Fall mal an. Der Link zum Rezept, den gibt's hier. Ansonsten, ich wünsche euch noch einen wunderbaren und tollen Wochenstart und viele positive wie negative Erfahrungen in dieser Woche, aus denen ihr lernen könnt und euer Leben dann für euch bewusster gestalten könnt. Bis dann, euer Christian. Tschüss.